guys, welcome im Jahr 2023. Ich starte mein Jahr mit Neujahrsvorsätzen, die ich wahrscheinlich... Nein, ich halte die durch. By the way, können wir drüber reden, was ich für gute Haut bekommen habe wieder. Ich habe meine Tage. Ich liebe mein Leben. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen und ich bin heute schon um 7 aufgestanden. Hä? Und ich dachte mir so, okay, tomorrow, wir gehen all in. Wir stehen um 5 Uhr auf. Es ist, by the way, gerade, man denkt sich so, es ist irgendwie 10 Uhr oder so. Es ist 7:30 und ich gehe jetzt schlafen. Okay, Tipps, wie ihr früher einschlaft. 2 Dinge. Melatonin-Spray, das habe ich Eduard abgezogen. Davon braucht ihr so 3 Sprühe in euren Rachen. Eine halbe Stunde, bevor ihr schlafen geht und dann schlaft ihr wie ein Baby. Und ich habe mir so einen Steamer geholt. Und da habe ich so ätherische Öle drin, die sind extra gut für Schlaf. Da gab es so ein Set auf Amazon und I got that und es ist ziemlich geil. Und dann könnt ihr auch noch so machen und dann schlaft ihr wie ein Pferd. See you tomorrow. Digga, es ist einfach gefühlt mitten in der Nacht. Ich habe immer noch mein Horn auf der Stirn. You what? Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Bin um 12 mal aufgewacht und dachte irgendwie, ich muss aufstehen. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, instant eingeschlafen. Um 7:30. Which is crazy, also. Falls ihr sehr introvertiert seid und keinen Bock auf Leute habt und generell nichts zu tun habe, dann kann ich es sehr empfehlen. Und es ist jetzt 5 Uhr, das bedeutet, ich habe jetzt, bis Chana, meine Mitbewohnerin, aufsteht, 5 Stunden Zeit, irgendwas zu machen. Und ich würde sagen, wir nutzen die Zeit produktiv. Let's go. Boah, Digga, wie nervig ist dieses Licht denn bitte? Upsi. Ich sollte mir keine Pickel ausdrücken, aber who actually gives a fuck? Digga, Pickel sind so nervig, oh mein Gott. Cool, ich sehe immer noch scheiße aus. Okay, guys. That's it. Ich mache irgendwie in meiner Skincare-Routine nicht so viel am Morgen. Auch einfach, weil ich keinen Bock habe. Aber ich glaube, es bringt auch nicht so viel am Morgen. Ich glaube, es bringt mehr abends was. Deo. And I'm ready. Ich packe jetzt auf die Pickel an sich noch Zinkcreme, weil ich gerade absolut keinen Bock habe, mich zu schminken. Zumindest vorerst nicht. Und dann muss ich die Scheiße einfach nicht sehen. That's how easy it is, guys. Okay, nice, we're done. Let's go to the kitchen. Okay, ich mache jetzt in der Zeit mal mein Bett. Weil das ist auch wichtig. Okay, guys, das ist mein Mir, weil ich jetzt doch irgendwie schon was essen kann. I don't know. Und man sollte auf seinen Körper hören, wenn man... auf jeden Fall esse ich jetzt was. Es ist 6 Uhr mittlerweile. Und ja, dann gucken wir mal, was wir machen.
Okay, es ist jetzt 9.15 Uhr und ich bin jetzt fertig mit meinem Working Stuff. Also ich habe jetzt, glaube ich, 2 Stunden an meinem Buch gearbeitet. Das kommt einfach 2 Wochen in den Druck und ich pack's gar nicht, Leute. Bestellt euch alle mein Buch, danke. Auf jeden Fall mache ich jetzt mein Make-up, weil ich nicht mehr so aussehen will. Und danach machen wir, vielleicht lese ich noch ein Buch. Und dann gehe ich einfach mit Feli zum Pilates. Let's start with a stretch. And down. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, aber we'll see how it goes. Honestly, ich habe nie Ahnung, was ich beim Make-up mache. So, meine first priorities sind immer so Pickel abdecken und dann nicht auszusehen wie eine Leiche. Ich kriege auch voll auf die Frage wegen meinen Augenbrauen, was ich da mache. Nichts. Ich bürste die and that's it. Also was ich manchmal mache, weil hier hinten zum Beispiel werden die ein bisschen dünn und dann gehe ich da einfach mit so einem Augenbrauenstift rein und male das so ein bisschen nach and that's it. Und damit die nicht über den Tag so Wolfsaugenbrauen werden, tue ich die jetzt noch mit so einem Gel fixieren. Okay, eine Sache, die ich aber echt mag und die habe ich mir selber gekauft und die finde ich ziemlich nice, ist dieses Love Tint. Hallo. It's so cute, first of all. Und es macht so eine richtig cute Lippenfarbe. Also man macht, ich mache das immer so ein bisschen drauf. So 3 Punkte. Keine Ahnung, sieht jetzt richtig scheiße aus. Und dann verreibe ich das mit meinem Finger. Genau, und so. Und den Rest, was auf eurem Finger ist, könnt ihr dann auch so auf eure Backen machen. Und dann hat das so einen Ombre-Effekt. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall in diesem Leben kein Beauty-Influencer mehr? Nein, doch. Oh. Mascara, aber nur auf die unteren Wimpern, weil ich habe mir meine Wimpern randomly auffüllen lassen, deswegen sehen die auch immer so krass aus. Obwohl ich eigentlich nur ein Wimpernlifting wollte, dann meinte die Frau zu mir, nee, es wäre besser, wenn ich mir die auffüllen lassen würde. Und dann hat sie mir die aufgefüllt und jetzt sehe ich halt immer aus, als hätte ich vergessen, mich abzuschminken, wenn ich ungeschminkt bin. Ja, und deswegen tue ich da noch so ein bisschen Mascara hin und dann läuft der Laden. Das ist mein Make-up. Okay, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, wenn ich da hinlaufen will, weil es sind 3 Kilometer zu diesem Pilates-Studio oder zu diesem Yoga-Studio, keine Ahnung. Okay, nee, lass erstmal ein Outfit rauspicken. Okay, guys, that's the fit. Ja, cool. Ich habe absolut keine Ahnung, was man zu Pilates anzieht. Also, literally, no fucking idea. Wir müssen Opfer bringen. Okay, let's go. Hey guys, wir sind jetzt wieder in der Wohnung. Feli ist jetzt bei uns. Und habe ich überhaupt dich gefilmt gerade? Ja. Okay, gut. Und wir gucken gerade, ob wir irgendwas Nices zum Kochen finden. Maybe. Das sieht auch geil aus. Was ist das? Kartoffeln? Was? Korallen. Oder? Auch endgesund. Warte. Wir wollen Pancakes machen. Okay, dann machen wir Pancakes. Let's go. Wir kochen jetzt was. Was machen wir? Crepe Pancakes. Hä? Aber das sind Pancakes. Ja, aber wir können ja trotzdem Crepes machen. Genau. Ja. Also streitet euch nur. Und so Nudeln machen wir auch noch, so coolen Scheiß. Ich film euch. Sagst du das schon? Yay! That's lovely. Ich höre, ich jetzt ein bisschen kleiner schneiden sollen. Einfach. Wieso machst du das so aggressiv? Hä, du hast gesagt, ich muss so aggressiv. Sicher? Du bist ja auch verloren, ne? Man muss so und nicht ja draufhauen, ne? Wenn es klein ist, kann man drauf. My great. Das ist so groß. So cute. Wow. Die Pancakes sind einfach
besser, als wir es uns jemals hätten erträumen können. Die sind so hart. Voll gut, I love it. Ja, das sieht endgeil aus, oder? It's really geil. Okay, guys, wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Es ist einfach niemand mehr hier. Alle haben mich im Stich gelassen. Es ist auch schon 5:30, by the way. Das war meine Morgenroutine. Danke für eure Aufmerksamkeit. Spaß. Ich bin actually jetzt schon wieder müde. Das heißt, das ist ein Nachteil an diesem Frühaufstehen. Aber das heißt, ich kann auch früher einschlafen, which is great. And which I will do. Ja, ich war heute auch actually ziemlich produktiv. Und ja, falls ihr das ausprobieren wollt, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Also es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Und vielleicht ist es ja was für euch. Also falls ich nochmal sowas machen soll oder irgendwas anderes Cooles ausprobieren soll, schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Love you!